Der Kristall. Hier in zwei unterschiedlichen Formen als Armbändchen. Einmal sehr fein geschliffen in einer facettierten Kugelform und einmal so ein bisschen das Gröbere, das Größere, je nachdem, was man lieber mag. Natürlich richtig Power hier, dieses große Armband. Ja, der Bergkristall ist wirklich ein ganz, ganz wunderbarer, mystischer, magischer Kristall für mich auch. Ihm wird zugesprochen, dass er für sehr viel Klarheit sorgt, auch für die Reinigung und für die Harmonisierung. Und was für mich so dieses Mystische und Magische ist, ist einfach, er besteht ja aus diesem kristallinen Licht sozusagen, aus diesem durchlässigen Weiß. Und wir wissen einfach, wie viele Farben dieses Licht enthält, ne, dass wenn einfach das Sonnenlicht auf ihn fällt, er sich in ganz, ganz viele Farben eben bricht. Und somit enthält eben der Bergkristall auch ganz, ganz, ganz viel Potenzial für andere Steine. Man sagt auch, er lädt andere Kristalle auf, er reinigt sogar unsere physischen Organe, er reinigt unsere Gedanken, unsere Emotionen, karmische Verstrickungen, er schützt. Er wandelt sofort Negativität, also es ist auch ein Stein, der uns sozusagen permanent transformiert von Dingen und diese einfach wieder reinigt, die uns nicht gut tun. Es ist wirklich ein Alleskönner, der ganz, ganz viel Potenzial enthält und je nachdem, wie er dann eben geschliffen ist oder welche Einzelstücke in ihm verarbeitet sind, geht nochmal eine ganz, ganz eigene Welt auf.